Und willkommen zu The Guest, der zweiten Episode. Gestern meine ich in der letzten Episode, es ist zufälligerweise tatsächlich aber gestern gewesen, haben wir die ersten paar Räume kennengelernt, haben einen Haufen Gegenstände eingesammelt, von denen ich nicht mal weiß, ob wir sie jemals brauchen werden, wie Haarshampoo. Okay. Wir sind anscheinend... Hallo? Ah, so abbrechen. Irgendein Dr. So-und-so, der zu irgendeinem Seminar, zu einem Kongress gehen sollte. Und jetzt sind wir hier in diesem Hotel. Und irgendeine andere Wissenschaftlerin ist seit Wochen nicht mehr aufgetaucht. Was fliegt da eigentlich hier rein? Keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, einen Film bekommen. Ja. Schauen wir mal. Der Film ist aber nicht eingelegt. Ich weiß nicht, was jetzt läuft. Das ist unser Zimmer. Ich kann irgendwie überhaupt nichts sehen. Irgend so eine Wählscheibe. Ist das so gewollt, dass man da nichts sehen kann? Nein, ist es nicht. Gut, dann. Ich hatte es ja etwas heller gestellt, weil auf YouTube ja alles... Echt bescheuert, dass man es so hell stellen kann, dass man es nicht mehr sehen kann. Na, vielleicht noch ein Hauch dunkler. Wer zur Hölle hat sich das überlegt? Okay. H ist gleich Chevron zu mit so einem Punkt und dann haben wir hier so Zeug. Ah, die Geräusche sind einfach viel zu laut. Mhm. Wir hatten irgend so... Das mit den Geräuschen ist wirklich komisch. Und plötzlich fängt es an und aus und an und aus. So funktionieren Geräusche nicht. Was genau müssen wir machen? Hier scheint irgendwas reinzupassen. Haben wir denn da was inzwischen bekommen? So eine Art Statue. Die passt hier aber nicht rein. Ein seltsames Objekt, das ich wohl kombinieren muss mit irgendwas. Hatte ich das hier schon gelöst? Nein. Turn them off and look for me. Ändert sich irgendwas? Da scheint ja eine Geheimtür zu sein. Aber ich weiß nicht, was ich verändere. Schauen wir mal woanders hin. Ich glaube, im Bad hat
hatten wir noch? Ruhe. Genau, wir hatten erstmal diese fürchterlich laute... Was hatten wir schon gemacht? Diesen fürchterlich lauten Abfluss, wo ich nicht mal weiß, was überhaupt abfließt. Und hier hatten wir... das da. Und das Objekt, das ich habe... beinhaltet nicht diese Zeichen, die ich hier oben sehe. Das scheint es nicht so auszusehen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich das brauche. Warum gehen denn die Türen immer zu? Muss das sein? Nicht nötig. Es ist immer noch 4.23 Uhr. Was habe ich denn noch übrig? Also, dieses Rätsel hier unten. Machen wir mal die Lichter aus. Vielleicht kann man dann irgendwo... irgendwas sehen, was... irgendein Muster wiedergibt. Wo kommt eigentlich... Na, ist das Licht von draußen? Aha! Hier haben wir eine Hälfte. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist dieses Bild. Also rot, blau und gelb auf der rechten Seite. War das richtig rum oder haben sie es auf den Kopf gestellt? Wäre ja auch ein Klassiker. Na toll. Das geht hier nach rechts runter. Ja. Rot, blau, gelb. Nein. Also. Rot, blau, gelb. Das allein reicht aber noch nicht. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche hilfreichen Dinge. Blau, blau, rot. Na, es ist wirklich, man sieht gar nichts. So. Blau, blau, rot. Na. Ah. Tada. Ah. Okay. Also wir haben ja gelernt, H ist, das war richtig, H ist dieses Zeichen, was wir hier eingestellt haben, dann scheint es jetzt ja zu stimmen. Und jetzt...
Aber das muss. Passt es hier? Es passt hier nicht rein, aber. Gut, dann übersetzen wir mal. Also, Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. D. Y. D. Dys. Düst. Dystop. Dystop. Dystopie wahrscheinlich. Dystopia, okay. Hilft mir jetzt in welcher Hinsicht? Hilft mir das überhaupt? Dystopia. Was mache ich mit der Information? Irgendwie fehlt hier ein Licht. Kann das sein? Ja. Kann ich irgendwo einen Code eingeben? Ist das Radio mal auslassen? Oder soll das... eigentlich nichts. Dystopia. Das sind ganz andere Zeichen, die scheinen damit nichts zu tun zu haben. Ist das auch eins von den Häusern? Na, ich dachte schon, wo die Türen in beide Richtungen aufgehen. Solche Zeichen drauf. Kann ich das verwenden mit dem da? Kombinieren mit dem. Yes, kann ich. Kann ich es jetzt in dieses Ding hier stellen? Aber es sieht doch so aus, als müsste es eigentlich gehen. Ich kann das aber immer noch kombinieren. Mit irgendwas anderem, das ich jetzt einfach durchprobiere. Nein. Es sieht aber so aus, als würde dieser Ring hier reinpassen. Aber das tut er irgendwie nicht. Und dann muss dieses Zeichen hier erstellt werden. Irgendwas fehlt noch. Macht ist Maschinerie, Natur ist Ignoranz. Wie komme ich hier wieder raus? Dankeschön. Die Kurbel scheint. Habe ich irgendwas Kurbelähnliches? Nee, ne?
Ein Rasiermesser. Nein, das ist es nicht. Ein Bleistift? Nein, das geht auch nicht. So viel Kram, den man nicht braucht, ne? Irgendwas ist hier drin. Das mit den Geräuschen macht mich echt fertig. Wäre das nicht möglich gewesen, zwei verschiedene Geräusche quasi aufzunehmen? Eins von weiter weg mit ein bisschen mehr Raumklang und eins von näher? Oder halt meinetwegen eins, dessen Radius des Verschwindens ein bisschen größer ist als... Jetzt bin ich einen Schritt näher dran und plötzlich höre ich's. Das ist irgendwie komisch. Ja, das hatten wir schon. Also gut. Ah, hier ist noch ein Ring. Und das ist immer noch kaputt. Kombinieren mit dem. Geht's jetzt vielleicht? Aha! Z und X sind Steuern. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Kannst du mir das vielleicht vorher zeigen? Also, auf dem... Das hier muss senkrecht sein. Und in der Mitte dieser Punkt mit diesen zwei... Linien. Ah, nein. Die Steuerung ist echt ein bisschen beknackt. Also. Im Prinzip so. Und hier, das ist orthogonal dazu. Und hier haben wir hier dieses Zeug, was da rauskommt. Das ist aber nicht das, oder? Eigentlich ist hier viel weniger zu sehen. Naja, vielleicht ist es das trotzdem. Und hier hinten haben wir... Hier scheint so eine Art drei Seiten eines Quadrats. Vielleicht hilft mir das, mich zu orientieren. Ich drücke immer die falsche Taste. Die, was ist Q, X, Y. So ein Quark. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen bescheuert. Nee, das ist irgendwie nicht. Nee. Gibt es irgendwelche anderen Hinweise? Haben wir hier unten noch das. Ah,
Ah, ist das diese Seite hier? Kann es das sein? Oder habe ich noch... Nee, hier habe ich das auch. Aber das zeigt nur die Unterseite an. Also, was passt am ehesten? Sehr verwirrend, das sieht überhaupt nicht so aus wie das. Also, Dreieck und dann diese zwei kleinen Vierecke. Also, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Hä? Ja, statt das so. Die Seite ist es. Ist es das? Ja, das sieht grob so aus. Und jetzt ist nur noch das irgendwie Quark. So. Das sieht doch aber eigentlich... Eigentlich sieht es doch richtig aus jetzt. Das ist so ein Auge. Oder ist das falsch rum? Es muss so rum sein. Ja. He is watching. Ah, also. Utope. Das passt aber nicht rein, oder? U. Beziehungsweise es passt schon rein, aber das ist ein bisschen zu viel, ne? Utopia. Das scheint nicht das richtige Wort zu sein. We Utopia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Habe ich es falsch nachgeschlagen? Ah nein, Dystopia war's. Ich bin auch ein Depp. Mach natürlich das. Überleg mir einfach irgendwas anderes. Auf einmal gibt es auch mehr Sinn, ne? Jetzt passt's vielleicht. Ja. He's watching me. Ah, ist eine Kurbel. Irène Seydoux. Da ist sie wieder. Irène Seydoux tot, in Belgrad tot aufgefunden. Irène Seydoux, 38, französische Psychologin und Autorin des neuen Buchs Mankind Analysis, wurde gestern Abend tot in der Festung von Belgrad aufgefunden. Frau Seydoux wurde seit ihrer rätselhaften Abwesenheit von ihrer Präsentation auf dem ESPA-Kongress letzten Monat vermisst. Serbische Polizisten fanden ihre Leiche in der Festung eines Gebüschs der Festung. Die Todesursache und ob es sich um einen Mord handelt, ist noch nicht bekannt. Okay. Dann los geht's. Klingt ja ganz cool, aber... Läuft das jetzt für immer so weiter?
einmal kann man das aufmachen. You're getting closer. Drei Versuche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah. Das war Mozart. Ups. Ja, wohl, es ist kondensierter Mozart. Okay, was ist das? Facility authorized personnel important. Ich kann wieder nichts sehen. Licht. Guten Morgen, werte Kollegen! Ich bin kein Mann vieler Worte, daher werde ich versuchen, meine Dankbarkeit so knapp wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, auf diesem Kongress anwesend zu sein und möchte all meinen Kollegen danken, die es mir ermöglicht haben, heute hier sein zu können. Es bedeutet mir viel zum Vorsitzenden. Augenblick. Dieses Kongresses gewählt worden zu sein. Es ist wahrlich eine Ehre. Ich habe viel ertragen, um hier zu sein und der zu werden, der ich heute bin. Nicht nur die Wissenschaft hat mich hierher gebracht. Meine Erfahrungen haben mich geformt, als Doktor und als Mensch. Ich bedanke mich hiermit bei meinen Eltern, ohne die ich nicht da wäre. Nein. Das ist also unsere Rede. Warum ist unsere Rede hier in diesem komischen, in dieser Station. Lebenserfahrung ist alles, am Ende ist es das, was uns ausmacht. Meine Erfahrungen sagen mir, dass Wissenschaft und Gesellschaft ein starkes Band verbindet, unzerstörbar. Wir als Humanisten haben die Pflicht, Wissenschaft und Technologie für die Verbesserung des menschlichen Daseins zu nutzen. Sie sollen Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen, und keine Instrumente, die uns verwirren. Wissenschaft muss sozialen Praktiken und kultureller Entwicklung nützlich sein und diese wiederum müssen dasselbe für die Wissenschaft tun. Ja, kann man wahrscheinlich geteilter Ansicht sein. Hier kann ich jetzt irgendwas drauf schreiben. Gut, dass ich das löschen kann. Aha. Kommen vielleicht hier langsam diese komischen Zeitungen ins Spiel. Zeitschriften, keine Zeitungen. Was haben wir hier? Ein Gameboy. Nein. Eine Feuerzeug. Iran is not dead. Ja, gut, wenn du es sagst. Na, da kann ich wahrscheinlich noch nichts mit anfangen. Gut, kann ich diese Zeitschriften eigentlich kombinieren? Nein. Dann notiere ich mir die Sachen. Also, wir haben Oktober 68, hier haben wir C-T-O-R.
Dann haben wir Februar 86. Hier haben wir BEN. Und dann haben wir noch mehr als das. Ups. Haben wir nicht noch ein drittes? Ja, die Bibel war es nicht. Ich könnte schwören, es war noch ein drittes. Ah, hier ist auch noch eine. Juli 86. Hier haben wir EFA. Und dann haben wir ein Wort. Das lautet Bene. Na toll. Uns fehlt ein Buchstabe. Benefactor. Vielleicht. Was ist das denn? Bitte keine Musik. Noch ein Bleistift. Immer gerne. Wo bin ich denn hier? So Resident Evil Scheiß. Ja, behalten. Na, hier ist es. Anweisung der Aufsicht! Anzimmeraufsicht 1, 313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 297 ist, bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie alle Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte, in Ihrem Bereich. Falsche Pressemitteilung wird es verschwinden. Sondern lassen Sie es außer Aufsichtsanlage als A. Qualitätsaufseher H 028. Okay, was haben wir hier? Links nach rechts lesen. Aufsichtsabteilung 503, Verfolgung der Zielperson. Gewähltes Datum, 25.10.86, aufgewacht, 4.23 Uhr. Das ist jetzt, es ist ja immer noch 4.23 Uhr. Ich mache das total schnell. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste, von den Knauf, Badezimmertür, Zusammenbruch wegen Tabletten, fand den Hebel, ging ins Wohnzimmer, Stromversorgung, Licht an, Drehschlüssel, Zwischenfall 1, wählte... Wieso kann ich... Achso, ich drücke die falsche Taste. So, ein Telefon. Also irgendwer hockt hier die ganze Zeit und... beobachtet mich. Tabletten. Eine Mikrowelle. Ist wohl noch nicht eingeschaltet. Ich habe keinen Ausweis dafür. Ich habe doch einen Ausweis. Tada. Passwort. Warum steht dieser Stuhl hier? Das nervt. Vielleicht 503 könnte man probieren. Vielleicht 313 mal 503 313.
Gut. 3, 1, 3. 2, 9, 7. Ja, es wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht sollte ich erstmal... Ich sollte diese Lampe anzünden. Ja, dann mach doch. Das kann ich nicht verwenden. Ich habe doch jetzt extra ein Feuerzeug. Warum kann ich damit die Lampe nicht anzünden? Ich muss es kombinieren mit Zigaretten vielleicht. Ich rauche doch so gerne. Geht auch nicht. Alkohol. Wieso geht das nicht? Leeres Feuerzeug kombinieren mit Feuerzeugbenzin. Ach, das ist Feuerzeugbenzin. Jetzt haben wir es. Da müssen wir erstmal drauf kommen, ne? Verwenden. So. Was hilft mir das jetzt, nachdem es an ist? Nichts. Oder kann ich hier vielleicht irgendwas sehen? Nein. Na, wie dem auch sei, wir probieren es das nächste Mal weiter. Freut mich, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Guest. Bis dann!